So, jetzt beginnt der erste Tag, wo wir richtig da sind, der Dienstag. Gestern Montag sind wir hochgefahren, haben ein bisschen im Vlog gezeigt, da haben wir noch was gegessen und dann ja, waren wir auch so müde tatsächlich, dass wir den Rest halt ins Bett sind. Heute ist der erste Tag, wo es richtig losgeht, am Abend auch so mit der Opening Night, also quasi der Eröffnungsshow von der Gamescom. Und ja, die Eröffnungsshow von der Gamescom ist eben heute Nacht, heute Abend besser gesagt. Davor haben wir so ein bisschen Köln an. Wir sehen einfach nochmal in den coolen Saturn rein, wo es letztes Jahr schon war, wo es so, man Spiele anspielen konnte und so weiter. Was ist da cool fahren? Das Ganze werde ich im Vloggen und es eben mitnehmen. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Kanalbahn, wir sind ein bisschen außerhalb und fahren nach Köln. Das ist der Plan für jetzt. So, hi Leute, ich war jetzt gerade in dem Saturn, beziehungsweise in die haben da total viele Anspielstationen, wo man alles Mögliche, also von Nintendo habe ich leider Gottes nichts gesehen, aber Xbox, Playstation, alle möglichen Games hatte, anspielen konnte. Elgato war auch groß vertreten, heißt, die hatten da auch ein paar Stationen, wo man vermutlich, wenn man es darauf anmelden, das Upgrade auch streamen kann tatsächlich. Zumindest hatten die dementsprechend die Keylights da und Kamera, also Facecam von denen und auch das Stream Deck. Also die hatten auch recht viel Zeugs für Streamer da. Also ich kann mir vorstellen, dass man hier da auch streamt. Die hatten auch so kleine Aufnahmestudios offensichtlich, wo vielleicht auch öfters mal so produziert wird. Also die hatten da wirklich, wirklich viel, einfach alles nur für Gaming. Da hatten die auch eine große Bar, wo es Getränke gibt und sowas. Und da hatten es unten immer runterfällt auch ein FSK 18 Bereich, wo halt dann die Games waren, eben die ab 18 sind, die man dann zocken kann. Ist alles gratis. Du gehst dahin, meldest dich bei einem PC an. Dann hast du Zugriff auf alle Games, die halt installiert sind, von Minecraft über Roblox, Fortnite, immer ein paar Beispiele zu nennen, die sehr häufig Games natürlich gespielt werden, aber auch viel, viel mehr. Und dann gehst du dahin und
dann zockst du es. Also das ist wirklich cool, dass sie das da anbieten und mir hat das auch Spaß gemacht. Und es war echt cool, was man da so alles gesehen hat, an den ganzen Games, die es gibt. Soweit also das Festhalten von dem, was eben in dem Saturn gab. Und wir haben erstmal das Dorfbaum gefahren, denken so ein bisschen was essen. Und danach schauen wir mal, wo es uns hin verschlägt, das wissen wir jetzt noch nicht. Also ich will auf jeden Fall noch mal ein bisschen in die Innenstadt, also Richtung Fußgängerzone, gibt es ja einiges an Geschäften, muss man mal schauen, aber jetzt, um es noch kurz zusammenzufassen, diese Experience gibt es ja nur hier und in Berlin gibt es auch einen, die sind wirklich, wirklich cool, weil die haben erst riesen Gaming-Abteilung, das ist Wahnsinn. Nur für Nintendo fehlt bis jetzt leider irgendwie jede Spur. PlayStation hatten es, wie gesagt, viele Microsoft hatten es, auch viele hatten so einen großen FIFA-Stand mit Alleinwand. Ihr habt ja ein paar Aufsätze davon gesehen. Ist ja wirklich cool, muss ich sagen. In den Laden werde ich auf jeden Fall auch der nächste wieder reingehen, wenn ich da war. Das ist wirklich auch eins von meinen Highlights, weil cool bin ich so absolut wegen Gaming. Ne, dementsprechend werde ich auch nächstes Mal wieder reinschauen, weil es gibt es halt eben auch nur hier. Und soweit dazu. Jetzt, wie gesagt, heißt es erstmal was zum Essen holen. Aber ich habe den Tag heute auch mir vorgenommen, noch mal ein bisschen abseits von Gaming einfach Köln anzuschauen, Köln eben als Köln zu sehen. Und dementsprechend werde ich jetzt dann auch noch ein bisschen eben weiter umschauen und vielleicht auch schauen, was es sonst noch in Köln zu sehen gibt. Außerhalb eben von Gaming und werde das auch in dem Vlog jetzt festhalten. Aber wie gesagt, erstmal gilt es, was zum Essen suchen, ich hab Hunger. Kölnmesse Deutz. So, inzwischen haben wir auch schon gegessen. Ich habe komplett vergessen, dass es Film war. Eigentlich wollte ich es ja auch festhalten. Es gab Bratkartoffeln, die waren natürlich auch sehr lecker. Kann ich so empfehlen, die gibt es direkt am Bahnhof in Köln. Gegenüber von McDonald's ist so ein kleiner Stand, wo es so Brotsatt gibt. Und da gibt es eben auch Bratkartoffeln, die wirklich sehr lecker sind. Kann ich es nur empfehlen. Wir sind jetzt hier in der Innenstadt von Köln, direkt hinter dem Dom, weil wir auch gesagt haben, wir wollen einfach noch ein bisschen was von Köln sehen. Für mich geht es jetzt eher noch im Mediamarkt, weil ich noch eine externe Festplatte suchen muss. Dann will ich auch schauen, was es sonst noch für Sachen gibt. Auch außerhalb von den Geschäften und Vorschlagen. Dann nehme ich es einfach wieder mit. Jetzt haben wir es schon ein bisschen später und die Opening Night beginnt bald. Wir waren noch ein bisschen hier in Köln unterwegs, habe ja auch ein bisschen Impressionen gezeigt von der Innenstadt, wo es halt Geschäfte gab, haben wir einen Geschäften drin, ob das ist. Und jetzt geht es eben dran, dass wir gleich Opening Night live gehen, auf die ich sehr gespannt bin, wie die ist, da mal wieder Karten. Jetzt haben wir mal auf, dass wir Plätze bekommen. Letztes hatten wir ganz gute. Ich habe meine Kameras unterbelichtet, ist ja auch wurscht. Dann laufen wir auf jeden Fall hin und dann geht's auch mal los mit Opening Night Live. Bin sehr gespannt, was die da wieder an neuen Games ankündigen. Ja, werden wir sehen.
So, die Gamescom Opening Night ist vorbei. Ich habe mir es jetzt hier nach draußen gestellt. Hinter mir ist auch die Gamescom. Und oh mein Gott, gab es hier viele coole Sachen zu sehen. Es gab viele Games, die vorgestellt haben. Da gab es einiges, was ich durchaus auch sehr cool fand. Dazu gerne vielleicht morgen mehr. Das ist im Vlog das Ganze nochmal erzählt. Der muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Das ist die Bahnhofshof, weil es ein Hotel ein bisschen außerhalb ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen für den ersten Vlog. Ihr könnt aber gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Gamescom Opening Night fand. Und wir sehen uns dann morgen wieder zum nächsten Video, zum ersten Tag. Bis dann, sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut. Und ciao.